Gemütlich bescheiden ruhig, wenn Mutter fort ist, was sie fast immer ist. Ruhig genug, um das Klirren von Glas auf Holz zu hören. Dann weiß ich, dass ich besonders vorsichtig sein muss. Vater versteht es gut, die Flaschen zu verstecken. Mutter, wenn sie zu Hause ist, versteht es gut, sie angeblich nicht zu sehen. Das ist gut. Ich beginne etwas zu sehen. Fahrt fort. Erzähl uns von deiner Erweckung. Sie beißt sich auf die Zunge und dreht an einem der ihrer Knöpfe. Ich bin in meinem 5. Ausbildungsjahr. Mutter ist zu Hause. Ich kann ein wenig durchatmen, wenn sie zu Hause ist. Für gewöhnlich ist er nur auf sie wütend. Aber er hat gehört, dass ich Schwierigkeiten damit habe, Geschosse zu wirken. Dass meine Flammenschilde instabil sind. Er ist zornig, dass ich versagt habe, und Mutters Anwesenheit erinnert ihn daran, dass auch er versagt hat. Der erste Hieb überrascht mich. In einem Moment fege ich noch die Küche, im nächsten liege ich auf dem Boden und blicke dumm auf die Flecken meines Blutes auf dem Fliesen. Autsch, das ist schon ein bisschen arg heftig. Seine Stiefel, frisch poliert, klackern über dem Boden. Er tritt mir in den Bauch und ich rolle mich zusammen, um meine Organe zu schützen. Alter, was hat der für einen Vater gehabt? Aber es ist sinnlos, wenn ich einen Teil meines Körpers beschütze, lasse ich einen anderen ungeschützt. Ich meine, hey, der war noch jung und in der Ausbildung. Und sein Vater tritt ihn wegen eines fehlerhaften Flammenschildes? Das ist echt heftig mal wieder. Ich ziehe mich so schnell wie möglich zurück, noch immer am Boden kauert. Ich ziehe mich zurück, bis mein Blick auf die Küche und meine eigenen zitternden Knie. Nichts mehr als ein Nadelkopf vor einem Feld aus tiefem Schwarz. Sein Kiefer verkrampft und seine Augen zucken unter seinen Lidern. Maticho, Belisar dreht hektisch an den Knöpfen in ihrem Sichtrohr. Er hat sich durch diese alte Erinnerung selbst hypnotisiert. Du musst ihn aufwecken, schnell, ich habe ihn fast. Alof, eine Ohrfeige geben. Ihn an der Schulter rütteln. Alof, du musst aufwachen. Alof reißt die Augen auf, aber der Ausdruck in ihnen ist nicht der seine. Jetzt hast du ihn vertrieben, was ein welkes Gänseblümchen. Versage atmet scharf durch die Zähne ein. Das ist es. Ich sehe einen Wandel in seiner Essenz. Es verteilt sich etwas und gerinnt. Sie blickt dich über das Sichtrohr an. Sprich weiter, es scheint auf dich zu reagieren. Was führt dich hierher? Knackende Knochen und zornige Stimmen, das klebrige, warme Gefühl, das einem im Magen runterläuft, wenn ein Konflikt droht. Das ist anders. Belfetto. Es flackert immer wieder eine völlig eigenständige Essenz auf. Sie kritzelt auf den Seiten neben sich hastig Notizen und dreht wieder an einem Knopf am Sichtrohr. Jetzt versuch, sie beide zum Sprechen zu bringen. Iselmir. Sagt Alof, warum du erweckt wurdest. Pa, er hat mich doch gebraucht. Hat sich in einen Knochensack versteckt, wie eine Schildkröte im Panzer. Alofs Gesicht verkrampft sich. Ich habe dir nie etwas überlassen. Gut, ja, sehr gut. Sie lässt nur kurz vor ihrem Gekritzel ab, um das Sichtrohr erneut anzupassen. Ich sehe jetzt zwei eigenständige Essenzmuster. Wenn er abebbt, schwillt das andere an. Es ist fast, als würde die erweckte Seele den Platz füllen, den er leer lässt. Sie bedeutet, dir mit einer Geste weiterzumachen, die Feder noch immer in der Hand. Fahre fort. Alof, wie ist das mit dem Platz, den du Iselmir überlässt? Iselmir, was genau nimmst du ihm weg? Nicht mehr, als ich gebe. Frag doch mal, was ich mit seinem alten Mann gemacht habe. Wie ich ihn in drei Stücke gebrochen habe, als er uns das letzte Mal angefasst hat, natürlich. Alofs Kopf zuckt zur Seite. Das war nicht deine Entscheidung, es war nie deine Entscheidung. Gar nichts wurde erweckt, aber jetzt häng ich bei dir fest und verdammt will ich sein, wenn ich mir durch deine Feigheit alles versauen lasse. Ah, sehr gut. Sie senkt das Sichtrohr und studiert ihre Notizen. Ich glaube, ich habe endlich etwas, womit ich arbeiten kann. Ich habe Iselmirs Essenz während des ganzen Austauschs beobachtet. Sie hatte einen besonders hohen Dichteindex während der hitzigen Augenblicke des Streits und ihre Essenz schien am deutlichsten im unteren Teil des linken Brustkorbs der Versuchsperson zu lokalisieren. Unmittelbar bei der Milz, was natürlich bedeutet, dass sie durch schwarze Galle ausgelöst wird. Die charakteristische Melancholie der Versuchsperson ist zweifellos schuld. Okay, Alof ist melancholisch.
Adolf blinzelt dich an und bei all seiner Verwirrung bist du nicht recht sicher, wer aus seinen Augen blickt. Das ist doch völliger Unsinn. Schwarze Galle? Davon haben sie ohne Frage jede Menge verspuckt. Kater mustert Adolf skeptisch. Eine einfache Erklärung, als ich erwartet hätte. Sehr schön, Adolf. Sie starrt ihn wütend an. Ja, vergessen wir einfach meine jahrelange Ausbildung. Du hast eine bessere Erklärung, nehme ich an. Isimir manifestiert sich, wenn Adolf in Gefahr ist und unter Druck steht. Du bist da dran. Ich glaube, Isimir Erscheinung hängt mit möglichen Problemquellen für Adolf zusammen. Adolf hat recht, das ist absurd. Isimir taucht ganz offensichtlich auf, wenn er sich bedroht fühlt. Wenn du recht hast, dann kann Adolf geheilt werden, indem er die Milz entfernt. Ja, ich würde so gern das anklicken. Ja, ich will das an. Ihre Augen leuchten auf, das könnte ein Versuch wert sein. Vielleicht erstmal etwas weniger dauerhaft ist. Auf keinen Fall. Er springt von der Couch auf. Es ist doch offensichtlich. Er beißt auf die Lippen. Isimir scheint, wenn einer von uns eine Bedrohung wahrnimmt. Deswegen kommt sie immer gerade zur rechten Zeit, um eine schlimme Situation noch schlimmer zu machen. Belsage kratzt sich vorsichtig am Kinn und blickt zwischen dir und Adolf hin und her. Das könnte wohl sein. Sie notiert noch etwas. Ich muss das mit anderen Forschungen abgleichen. Er entfernte die Kupfergurte. Oh, das freut mich für dich, aber was bedeutet das für mich? Belsage spielt ihre Notizen und stürmt ab, tippt mit einer Feder gegen die Wange und gibt sich große Mühe, konzentriert zu wirken. Du bemerkst jedoch, wie sie über die Seiten hinweg verstohlen an, wie sie dich über die Seiten hinweg verstohlen ansieht. Isimir versucht dir die Kontrolle zu erreißen, wenn sie glaubt, dass du mit einem Problem nicht alleine fertig wirst. Du darfst nicht zulassen, dass sie diese Entscheidung für dich übernimmt. Sie hat dir doch einen Gefallen getan, indem sie sich um deinen Vater gekümmert hat, oder? Ich glaube, sie versucht dir zu helfen, dich selbst zur Wehr zu setzen. Vielleicht gefallen dir ihre Methoden nicht, aber du solltest sie anhören. Es scheint, als würde Isimir einschreiten, wenn sie glaubt, du seist in Gefahr. Es ist nur nicht ganz klar, ob sie eine Hilfe oder ein Hindernis ist. Nehmen wir das. Von meiner Warte aus würde ich sagen, es ist ein klares Hindernis. Ich muss über einiges nachdenken, aber ich danke für deine Hilfe, Hagrim. Belsage blickt er nicht an. Sie legt ihre Notizen auf ihren Schreibtisch und wendet sich wieder im Sichttor zu. Nun, ich hoffe, das war für dich ebenso nützlich wie für mich. Ich habe endlich Material, das es wert ist, veröffentlicht zu werden. Grazria, wo wird deinen Namen kennen? Fentre Alof. Seine Gemasse schmilzt zu einem schiefen Grinsen. Oh ja, die rechtschaffenden Grundsätze der Besiedlung voranzutreiben. Das war schon immer mein großer Wunsch. Sarkasmus. Als du dich umdrehst, um zu gehen, bemerkst du aus der Augenwinkel eine rasche Bewegung. Besage schon vor sich hin, noch immer mit ihrem Sichtrohr beschäftigt, aber Adolf hält ihre Notiz in der Hand. Er will sie gerade in ihren Umhang stecken, als er bemerkt, dass du ihn beobachtest. Er hält einen Finger an seine Lippen und Augen, weit flehend. Bitte, ich will nicht, meine Lebensgeschichte so veröffentlicht wird, vor allem nicht nach ihrem ganzen Unsinn. Mal sehen. Nein, du bekommst deine Erklärung, sie bekommt ihre Forschung. Und so war die Abmachung. Lass mich da raus. Also gut, aber tu es leise und unauffällig. Das kann ich nicht zulassen, nicht nachdem ich gehört habe, wie viel ihr das bedeutet. Also gut, aber tu es leise und unauffällig. Ene mene manemu. Ich weiß nicht. Das Oberste ist zu harsch. Raushalten will ich mich auch nicht unbedingt. Adolfs Seite oder ihre Seite? Eigentlich will ich sie ja nicht hier unten verbodern lassen, aber Adolf kränken, ja, mach's unauffällig. Er versteckt die Papiersammlung. Keine Sorge, wir kümmern uns selbst darum. Quest zweiseitig abgeschlossen? Adolf offenbarte, dass in ihm Isimir lebt, eine erweckte Seele. Er bat mich um Hilfe, einen Experten zu suchen, der sein Dilemma versteht. Anscheinend kann Isimir für Adolf ein Quell der Hilfe und des Leids sein.
Einerseits schreitet er ein, wenn er unter Druck gerät, andererseits aber löst die Situation nicht immer so, wie er es gerne hätte. Haben wir zufällig den Gegenstand jetzt hier bei uns? Die Entwicklung eines Schmelztiegelritters. Brief der Rectrix. Item Type. Ja, das sieht schon besser aus. Fürs Walters letzter Witte gekritzelte Notiz. Ludranas Befehle. Tapferkeit, zerfetztes Tagebuch. Ah, wir können zurzeit leider nichts rausnehmen. Schade. Sind hier, aber ich bin beschäftigt, scheinbar meine Notizen verlegt zu haben. Du benötigst den passenden Schlüssel. Ripley. Kennen wir dich? Welcome. Eine junge Oladerin lässt Finger über die Buchrücken vor sich streifen. Reihe um Reihe bewegen sie sich schnell und abrupt wie die eines Vogels. Sie merkt dich erst, als du sie fast erreicht hast. Huch, du hast mich erschreckt. Hast du eine Erlaubnis, hier zu sein? Ich suche einen Experten auf dem Gebiet der Erfickung. Ich bin nur Meister Assos Assistentin. Aber es ist eine Forscherin aus Revue zu Gast. Sie heißt Bessage. Sie kennt sich angeblich damit aus. Was tust du hier? Hauptsächlich helfe ich Meister Assos dabei, seine Ausrüstung vorzubereiten und zu reinigen. Außerdem organisiere ich sein Büro, da er zu beschäftigt ist, um es selbst zu tun. Bist du die Beseelerin? Ich bin keine Beseelerin, daher nein. Aber ich weiß, dass die meisten dieser Relikte aus den Ruinen von den Klampfern gestohlen wurden. Sie zu verkaufen ist illegal. Ich untersuche verdächtige Aktivitäten. Oh, ich bin nur Meister Assos Assistentin. Wer weiß, das ist bestimmt mehr, aber er steckt mitten in einem Expert. Ich meine, er behandelt gerade einen Patienten. Du kannst ihn erst sprechen, wenn er die Patientenstation verlässt. Behandelt Assos einen Patienten oder führt er irgendwelche Experimente durch? Da habe ich mich wohl verklickt. Ich bin nur Assistentin, ich darf dich tratschen, Verzeihung. Wie gelange ich in die Patientenstation? Nur Meister Azzo hat Zugang. Oberwärter Ettelbohr wohl auch, nehme ich an, aber er ist jetzt, naja, eine Statue. I'll get it open. Krankenakte Batixa, die bleiche Dame, Krankenakte Gram. Krankenakten. Tagebuch wurde aktualisiert. Kettmann Azzo ist offensichtlich nicht in seinem Büro. Er führt einige Experimente durch. Es bleibt abzuwarten, ob eine Verbindung zu den Aktivitäten des planen Schlüssels besteht. Okay, die Krankenakten würde ich jetzt gerne mal sehen. Stehen die unter Questgegenständen? Krankenakte. Batixa, die bleiche Dame. Patientin ist weiblich Mitte 40, wohl zu einem vergangenen Leben, als Serienmörderin erweckt, das sich nun häufig als dominierende Persönlichkeit der Seele durchsetzt. Zwar Patientin schwankt zwischen Gewalt und schweren Depressionen, hervorgerufen durch die Schild vergangener Taten. Schwache Kandidatin für das aktuelle Forschungsprojekt. Gram. Der Patient ist männlich und schätzungsweise in den frühen 30ern. Sprachfähigkeit nicht mehr vorhanden, aber was vermutlich das Resultat der Überfragmentierung seiner Seele ist. Aufgrund dessen ist er die ideale Testperson für das aktuelle Forschungsprojekt. Die Experimente haben jedoch zu starke Schmerzen und Panikanfällen geführt, weshalb ich ihn für seinen Transport zu den jüngsten Prozeduren die Hilfe der Wärter in Anspruch nehmen musste. Krankenakt die Idelmann, der Mitternachtsmann. Patient ist männlich, Mitte 20, legt akute Sensation und paranoide, wahnhafte Tendenzen an den Tag, die Zorn und extreme Gewalt hervorrufen. Die Gefahren im Umgang mit dem Patienten schließen die weitere Verwendung für das aktuelle Forschungsprojekt aus. Usgrim. Der Patient ist männlich und ungefähr 17 Jahre alt. Also, naja, für die Verhältnisse ist er schon erwachsen. Also für mittelalterliche. Eingeliefert wegen katatoner Anfälle, denen gelegentlich hitzornige Ausbrüche folgten. Die einleitende Sehnanalyse deckte schwere Essenzfragmentierungen und Defizite auf. Letztere machte die Verwendung des Patienten im aktuellen Forschungsprojekt völlig unmöglich. Okay.
Hey, noch eine Runde, dann haben wir auch die Quest abgeschlossen und haben Sagani wieder. Notiz von Asso. Ripley, für mein nächstes Experiment brauche ich noch mehr Kupferröhren. Besorg sie dir nicht aus den Vorräten des Sanatoriums. Ich habe jetzt keine Zeit für die unausweichlichen Fragen des Oberaufsehers. Okay. Da komme ich leider nicht rein. Also muss ich mit dem Oberaufseher reden. Dass der uns einen Schlüssel gibt, dass wir Asso zur Rede stellen können, wenn der hier irgendwelche illegalen Experimente macht. Aber das mit Alof gerade war cool. Auch wenn ich mir von seiner Quest irgendwie mehr erhofft habe. Hat das Alof eigentlich irgendwas gebracht? Wir können mit ihm reden, er kann seine Zauber... Er hat immer noch viel zu wenig Lebenspunkte. Mein Geschmack. Good day to you.